Beispiel im pflegerischen Bereich eher die Mitarbeiter krank zur Arbeit kommen, also in sozialen Berufen, wo man eben weiß, vor Ort ist dann wirklich viel zu tun und es hat was mit Menschen zu tun. Das ist so ein Punkt, der schon mal in Studien nachgewiesen wurde. Insgesamt ist man da in der Forschung auch noch ziemlich in den Anfängen. Also es gibt nicht mal eine einhellige Definition sozusagen, ne? Aber gut, man spricht eben von Präsentismus, wenn man der Arbeit fernbleibt, wenn man zur Arbeit kommt, obwohl man eigentlich krank ist. Also Präsentismus ist ein ganz wichtiges Wort in dem Zusammenhang. Das haben wir auch bei unseren Recherchen zur heutigen Sendung entdeckt. Jetzt ist der Herr Trottmann weg. Ich grüße ihn noch nachträglich ganz herzlich und danke für seinen Anruf. Präsentismus, was ist denn damit alles verbunden? Also ist es schon was Zwanghaftes oder wie sieht es die Psychologin? Also ich sehe es als Kontinuum zwischen einerseits durchaus, wie soll ich sagen, tolerierbaren Präsentismus, wenn ich zum Beispiel einen steifen Nacken habe und trotzdem ins Büro gehe und das sich nicht verschlimmert, ist das ja völlig in Ordnung aus meiner Sicht jetzt. Das heißt, es gibt immer mal einen Zustand, wo man selber sagt, ich bin nicht total gesund, aber ich arbeite damit. Und das, wenn man einen Fragebogen ausfüllt zum Präsentismus, wird man häufig gefragt, sind Sie schon mal krank zur Arbeit gegangen? Und vielleicht würde ich das dann bejahen, weil ich sage, ich war nicht richtig gesund. Ich finde es aber nicht kritisch. Aber auf der anderen Seite des Kontinuums, und das ist ja eher unser Thema heute, da gibt es natürlich in dem Bereich, wo ich vielleicht gegen ärztlichen Rat sogar, oder wenn ich zum Arzt gehen würde, würde er sagen, lieber nicht mehr arbeiten. Wenn ich trotzdem zur Arbeit gehe und damit dann mich selber, eine chronische Krankheit fördere möglicherweise, mich selber noch in Anführungsstrichen reinreite und mehr krank werde oder andere anstecke, Unfälle mache, sowas, was der Herr eben auch sagte. Ne? Also das heißt, eigentlich braucht man als möglicher Patient, als angehender Patient eine gute Beratung oder eine Unterstützung, die man sich aber nicht dann wo holt. Ich meine, der Arzt ist schon genannt, der ist natürlich derjenige, der die Krankschreibung vollzieht, der das Papier ausfüllt. Gibt es noch andere, die mir helfen könnten bei der Entscheidungsfindung? Also es gibt schon Tendenzen, dass sowas wie Stressbewältigungstrainings oder Achtsamkeitstrainings, wo ich mal übe, nach innen zu schauen und zu gucken, wie geht es mir gerade wirklich, um nicht nur mich abzulenken und nach außen zu orientieren, dass ich da auch lernen kann, meine Beschwerden deutlicher einschätzen zu können und zu merken, ab wann ist da auch ein Punkt erreicht. Das ist gerade für Menschen wichtig, die sich ständig überfordern. Das gibt es eben auch, die sich selbst praktisch ausbeuten in gewisser Weise und dass man da nochmal die Grenzen kennenlernt. Das wäre eine Möglichkeit. Andererseits finde ich auch wichtig, mit dem direkten Vorgesetzten über Probleme, die dauerhaft da sind, zu sprechen. Und immer wieder zu gucken, was lässt sich da betrieblich auch ändern, ne? Dass man da zusammen überlegt. Und wenn ein Vertrauensverhältnis gegeben ist, wird man sich wahrscheinlich leichter tun, eine gute Entscheidung zu treffen. Auf beiden Seiten. Ja, ich denke, dann kommt man auf jeden Fall ins Gespräch und kann zusammen überlegen, macht das jetzt Sinn oder ist es besser, mal eine Woche zu Hause zu bleiben und dann zu gucken, ob es danach besser ist und nicht was zu verschleppen. Also bei einem guten Vertrauensverhältnis ist das ideal, dann kann ich das zusammen vielleicht sogar überlegen. Ohne mich geht nichts. Schleppen Sie sich krank in der Arbeit? Das ist das Thema des heutigen Tagesgesprächs hier in Bayern 2. Und unsere Rufnummer, sage ich nochmal, das ist die 0800 94 95 95 5. Gebührenfrei ist der Anruf aus allen Netzen in Deutschland. Und man kann sich natürlich auch über unsere Online-Seite beteiligen, über unsere Webseite. Oder man kann uns auch eine E-Mail schreiben. Und das hat beispielsweise Stefan Hammermeier gemacht aus Bad Reichenhall. Er schreibt, 10 Jahre vor der Rente kann ich die Gesamtfehlzeiten meines Berufslebens noch immer an einer Hand abzählen. So hat mich mein Vater dankenswerterweise durch Vorbildverhalten erzogen. Das erfordert Disziplin, Kraft, Durchhalte und manchmal auch Leidensvermögen, ist aber möglich. Und dann kommt was Kritisches. Vor Arbeitskollegen, die wiederholt wegen kleinen Wehwehchens fernbleiben und sich mit gelbem Urlaubsschein auf dem Rücken der Mitkollegen ein bequemes, ruhiges Leben genehmigen, kann ich keinerlei Respekt und Achtung mehr empfinden. Das ist natürlich jetzt, Frau Spanke, ein ziemlich heikler Punkt. Ne? Also die Konkurrenz, die da entsteht unter den Kollegen. Der eine, der eben sagt, ich bin krank und ich bleibe dann daheim, und der andere, der das vielleicht etwas anders sieht. Wie finden wir aus diesem Konflikt heraus? Ja, das ist eben so die andere Seite der Medaille, dass das ganze System natürlich auch ausgenutzt werden kann, wenn ich das möchte oder die Möglichkeit sehe. Also weiß ich aus der Erfahrung in den Firmen, dass das ein Hauptpunkt ist, warum Teams auch unzufrieden werden können, weil Einzelne anscheinend
sich so verhalten, dass es unfair ist, auch in der Hinsicht, so auf krank melden. Und da muss man auch Grenzen aufzeigen, wieder der Arbeitgeber in dem Fall. Wie gehe ich mit Fehlzeiten um und wie gehe ich mit Leuten um, die möglicherweise auch nicht krank sind, aber trotzdem nicht kommen? Das ist schon auch eine Frage, mit der wir häufiger konfrontiert werden. Und ich glaube, wenn man sich der nicht stellt, kann man eine Teammotivation ziemlich belasten. Gut, das spricht ja alles dafür, dass man eine Betriebskultur sich schafft und an dieser auch arbeitet und nicht immer erst wartet, bis dass der Konflikt entsteht und man den Eindruck hat, hier nutzt einer das Kranksein aus oder das vermeintliche Kranksein. Da ist ja wohl noch ein wirklicher Bedarf da. Man muss die Kultur in einem Betrieb pflegen, damit man überhaupt auch in der Notsituation dann einigermaßen gut durchblickt. Tja. Das halten wir einfach mal so fest und jetzt schauen wir mal, was da sonst noch bei uns an Anrufern da ist. Ich begrüße Martha Böning in Berlin. Sie ist Arbeitsrechtlerin beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Hallo Frau Böning. Schönen guten Tag, hallo. Wir waren gerade bei so einem heiklen Thema, also ich sag mal die falsche Krankmeldung. Also wo einer behauptet, er sei krank und ist es vielleicht doch nicht, aber der Arzt hat ihn krank geschrieben und dann bleibt er auch weg und der Arbeitgeber und die Kollegen ärgern sich. Sicherlich ein Fall, oder der häufiger vorkommt, oder ist das eher die Ausnahme aus Ihrer Perspektive? Also ich kann Ihnen weniger die psychologische oder, ich würde mal sagen, die menschliche Seite des Ganzen beleuchten, als immer die rechtliche. Aber es ist natürlich so, dass jeder, der krank ist, also ob objektiv oder subjektiv, das würde ich gar nicht beurteilen wollen, aber jedenfalls in dem sein Wohlbefinden, sein psychische, sein körperliche Natur einfach gelindert ist, hat das Recht und Möglichkeit, einen Arzt zu wenden und sich dort von dem Arzt je nach Bewertung des Leidens auch krankschreiben oder arbeitsunfähig schreiben zu lassen. Ich kenne persönlich wenig Fälle, wo das sozusagen ausgenutzt wird, also wo Menschen bewusst, ohne dass sie wirklich ein Leiden haben, zu Hause bleiben, um einfach krank zu feiern, wie man das